Wie äußert sich eine chronische Nierenkrankheit bei Kindern? Die chronische Nierenkrankheit bei Kindern äußert sich zunächst in sehr unspezifischen Symptomen, wie wir das nennen. Das heißt Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Leistungsschwäche, vielleicht auch körperliche Schwäche, vermehrtes Schlafen. Alles Symptome, die nicht sehr hinweisend auf eine spezifische Krankheit sind. Die chronische Nierenkrankheit tut in der Regel nicht weh, sodass Klagen von den Kindern erst spät kommen. Auffallend ist beim längeren Verlauf dann eine Wachstumsstörung und dann eine verringerte Blutbildung, sodass die Kinder blass sind, was auch dann häufig zum Arzt führt, der dann durch eine Blutabnahme relativ rasch die chronische Nierenerkrankung diagnostizieren kann. Das ist jedoch in manchen Fällen erst sehr spät der Fall, weil die Symptome nicht sehr richtungsweisend sind. Welche Auswirkungen hat eine schwere Nierenerkrankung für ein Kind im täglichen Leben? Eine schwere Nierenerkrankung, damit meine ich jetzt die Verschlechterung der Nierenfunktion bis hin zur völligen Aufgabe der Nierenfunktion. Hier muss ein Nierenersatz stattfinden. Der Nierenersatz kann nur durch eine Dialyse oder Transplantation erfolgen. Beides bedeutet eine chronische lebenslange Erkrankung. Und im täglichen Leben heißt dies häufige, mindestens vierwöchige Blutkontrollen, Arztbesuche bei Komplikationen oder Problemen wesentlich häufiger. Muss eine Nierenersatztherapie in Form einer Dialyse stattfinden, so heißt das entweder eine Bauchfellwäsche jeden Tag oder aber dreimal pro Woche 4 bis 5 Stunden Blutwäsche an einer Maschine in einer Kinderklinik mit in der Regel langen Fahrzeiten, sodass dies eine erhebliche Beeinflussung des Tagesablaufs und auch der Entwicklung der Kinder ist. Welche Behandlungsmethoden gibt es, um den chronisch nierenkranken Kindern zu helfen? Wir können leider die Niere, wenn sie chronisch erkrankt ist und chronisch Funktion verloren hat, nicht wieder heilen. Das heißt, wir können nur die Folgen der Niereninsuffizienz lindern. Hier gibt es eine Reihe von Medikamenten, die die Aufgaben der Niere etwas kompensieren können, aber nicht wieder vollständig herstellen können. Die Funktion kann, wie ich schon sagte, nicht geheilt werden, sodass, wenn sie ein gewisses Maß unterschritten hat, hier eine Nierenersatztherapie erfolgen muss. Das ist eine Dialyse oder Transplantation. Welche Möglichkeiten bestehen denn für Außenstehende, chronisch nierenkranke Kinder zu unterstützen? Die Krankheit der chronischen Nierenerkrankung im Kindesalter ist weitgehend unbekannt, da nicht so viele Kinder hiervon betroffen sind und wenige Personen in ihrem täglichen Leben damit konfrontiert werden. Trotzdem ist es eine schwere und lebenslange Erkrankung, da die Personen nie wieder komplett gesund werden können und immer durchgehend einer doch ausgeprägten medizinischen Betreuung bedürfen. Daher haben sich Vereine gebildet, die Patienten über Eltern unterstützen können. Und hier besteht für jeden die Möglichkeit, einzutreten, finanzielle Unterstützung anzubieten oder auch sich zu engagieren, vor allem in der Verbreiterung des Bewusstseins dieser Erkrankung in der Bevölkerung und damit möglicherweise eine bessere Unterstützung und auch besseres Verständnis in Schulen, bei Kindergärten und auch in den Familien selbst zu erreichen. Herr Dr. Pohl, das Freiburger Unternehmen Extrol startet am 28. Mai eine große Aktion, Autowaschen zugunsten chronisch nierenkranker Kinder. Diese Aktion findet an allen 3 Extrol-Standorten in Freiburg statt. Was halten Sie denn von dieser Aktion? Diese Aktion wird von uns sehr begrüßt, da sie einmal eine finanzielle Unterstützung für den Verein für chronisch nierenkranke Kinder in Freiburg bedeutet, aber zum anderen auch in einem großen Bevölkerungskreis das Thema der chronischen Nierenerkrankung bei Kindern hineinträgt und damit hoffentlich zu einer möglichst intensiven Bewusstseinsbildung, was dieses Problem betrifft, führt. Wir danken der Firma Extrol für ihr Engagement und hoffen, dass es ganz konkret über den Verein Familien zugutekommen wird.